Das ist Doc, Schrotthändler, Bastler, Neurochirurg, Schnacker. Der Doc, der alte Schnacker. Aber er hat uns ordentlich was beigebracht, nämlich, wie wir ein bisschen ruhiger werden, wie wir entspannen, sozusagen im Birdman-Modus. Das nächste Rätsel angehen. Wir gehen ganz entspannt zum Kranhebel. Oder auch nicht. Hier muss ich lang. Anscheinend. Erst nach unten. Dann zum Kran. Und jetzt sind wir ganz entspannt. Mist, aber jetzt. Nein! Ach. Na schön. Ihr seht. Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Leider nein. Es fehlt etwas ganz Wichtiges. Also gut, fangen wir an. Erblicken wir den Horizont. Also gut, Horizont fixieren, Konzentration. Und Tetanus ist das bequem. So kann sich doch keiner konzentrieren. Irgendwas mache ich falsch. Das stimmt natürlich. Da fehlt ja noch das Bein hinter dem Kopf, nicht wahr? Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. So, Bein hinterm Kopf. Check! Okay. Fixieren wir den Horizont nochmal an. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Oh. Ich bin wow, warum hängt das hier über der Mumpi? Oder ein Mullup? Mullup. Ich bin ein Mullup. Yeah. Ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mullup. Hm, vielleicht war das doch nicht richtig. Aber du bist doch ein Mullup. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont. Und. Oh. Ich bin ein Berliner. Nein, was bist du? Jetzt stimmen auch die Texte wieder. Ich glaube, daran hat es gelegen. Mumpi! Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Fummel mir meine Fummel vom Gang holen. Auf geht's! Toller Jahrgang! Ach ja. Okay, war Mumpi schon direkt richtig? Stimmt, es war der Mumpi gewesen. Hätten wir die anderen auch durchprobieren sollen? Aber ich glaube, dann wäre so ziemlich dasselbe rausgekommen, oder? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Entschuldigung. Nee, wisst ihr was? Für einen Spaß. Ich weiß, wir könnten hier schon lange weg sein, aber für einen Spaß probiere ich die anderen beiden auch nochmal aus. Wenn natürlich dann auch nur seine Beine zittern und er sich darüber wundert, dann ja, dann war das jetzt verschwendete Zeit. Aber vielleicht kommt ja dann noch eine ganz andere Reaktion bei den anderen Sachen. Allerdings weiß ich nicht, wo ich hier bei diesen Buchstaben hier hinten am Horizont wirklich einen Mumpi erkennen soll. Also klar, hier Mumm. Und hier hast du irgendwo das P und das I, aber ja, na gut. Ich wusste es, man braucht. So. Bein hin. Horizont. Ich bin Mutsui. Mutsui. Ich
bin ein Mutsui. Yeah, ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Warum? Ich bin doch... vielleicht. Okay, also es zittert nur das Bein. Also egal, nochmal. Einfach der Vollständigkeit halber, sind wir dann jetzt auch noch ein... Ich bin ein... Weehawk! Nein, bloß nicht, das will keiner sein. Mumeo! Ich bin ein Mumeo! Yeah, ich bin schon viel... Ich bin doch... vielleicht... Okay. Tja, Mumeo sein hilft eben dann doch nicht. Horizont. Also gut, Mumpi, dann zeig mal, was in dir steckt. Ich bin ein Mumpi. Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Fummel vom Gangpool. Auf geht's. Ja. Toller Jahrgang. Okay, auf geht's. Befreit wir Go. Und befreien ist nicht ganz richtig. Greifen wir sie uns. Yes! Rufus, 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 yeah! Tada! Ach, Rufus, du bist einfach der Beste. Hallo, Gold. Festhalten, Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. Na? Selbstvertrauen hat er, unser Rufus. Vielleicht ein bisschen arg viel davon. Okay, drehen wir eine Runde. Oh Gott, die arme Goal. Sehr schön. So, dann nix wie hoch. Du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Die Kontrollen sind frei. Ich kann sie nicht lesen. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem. Ja, ne? Also, es ist ja folgendermaßen, also wir sind ja anscheinend, wo sind wir überhaupt? Sollen wir einfach mal wahllos schalten? Wir gucken mal, was sich hier tut, so. Genau das hat sich getan. Ja. Warte mal. Aha. Konnte man das? Yep. Nudel. Skippen konnte man das in dem Fall mal nicht. Was ich auch gar nicht will, mal abgesehen davon, aber. So, wir probieren es einfach mal losfahren. Okay, ja, nein, das ist irgendwie so nicht richtig. Wow, wir sind ja überhaupt gar nicht weit gekommen. Aber jetzt weiß ich wenigstens... Ah, jetzt kann ich überspringen. Okay, oder war das eben auch schon da? Ich hab's einfach nur übersehen. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Aha. Aha.
Naja, es war ein Versuch wert. Aber es macht Spaß. Ja? Ja? Nein! 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 Wir hatten es fast. Ist das jetzt richtig? Okay, was hat sich jetzt noch getan? Also, hier, das müsste ja jetzt eigentlich durchgehen, ne? Wir probieren es aber. Ich weiß allerdings nicht, was sich jetzt sonst getan hat. Ah, das sieht schon wieder ganz anders aus. So ein Mist. Es war doch fast richtig. Ah, ist das ärgerlich. Hm. Wir haben es, wir kriegen es noch. Also. Naja. Ja, ja. Aber dann fährt er hier wieder hoch. Was ich ja nicht will. Aber wenn ich die Weiche umstelle, nur die grüne hier, das reicht irgendwie nicht. Weil sich dann auch die anderen Richtungen halt schon wieder geändert haben. So, jetzt sollte alles stimmen. Oh, sagst das hat echt geklappt. Nippe, 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 nippe. Nippe, nippe, nippe. Du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Das hat jetzt auch gar nicht 2 Stunden gedauert. Die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs? Es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Juhu! Da da da, man nennt ihn Weehawk. Da da da. Da da da, das war Trial and Error. Ja, ich weiß. Aber es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Haha! Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Badabab, man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Ba, ba, ba. Rufus, Rufus. York. Okay. Und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war es ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Was soll schon schief gehen? Natürlich wird es uns gut gelingen. Das finale Kapitel von Deponia steht an.
ihr seid mit dabei. Alle drei. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Das ist wohl wahr. Aber wir machen an dieser Stelle einen Break. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet jetzt bereits Pokis weisen Worten lauschen? Nein, das muss warten. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk. Oh, Rufus, nicht so enttäuscht.